Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ja, wir machen hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir sollen ja hier runtergehen und das werden wir jetzt voll motiviert machen. Wir haben noch einen lustigen Pfeil. Also Pfeil und Bogen. Ja. Dominguez hat uns jeglichen Kontakt mit den Einheimischen verboten. Er will nicht, dass wir sie verderben. Zum Glück hat einer der Priester Geschmack an Bourbon gefunden und mir im Gegenzug für eine Flasche seine Tracht, seine Maske und alles andere geliehen. Durch die Unterstadt zu schlendern, war wie ein Ausflug in eine 500 Jahre zurückliegende Vergangenheit. Haben wir gleich ein Geschenk gefunden hier. Relikt. Ja, sehr schön. Dieser Helm ist mit Pfauenfedern und dem Abbild eines Jaguars verziert. Okay, dann gehen wir jetzt hier lang. Cardinal 2, ich habe das Ziel erfasst. Scheiße! Nein, wo springst du? Ich drück doch nach oben! Och ey, Mann, Lara, ey, es geht schon wieder super los. Ich spring hoch und die springt zur Seite weg. Scheiße. Ein Video auf alles kaputt machen, ey, Wahnsinn. Und schon wieder ins Wasser. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Ich glaube, jetzt wird's so frei. Dich nicht vor mir verstecken, Rourke. Du bist sowas von tot. Rourke hier. Ich wurde nach Cairn zurückbeordert. Winters, Croft gehört Ihnen. Rourke!
weiter hängen in der Luft. So, wenn wir schnell mal eine Zielschuhlache haben hier, dann können wir das auch ein bisschen noch ein bisschen so aussehen lassen. Basislager, hier Cardinal 2. Verstärkung ist abgesetzt. Jesus Christus, wir müssen sie aufhalten! Hier ist Cardinal 2. Bin getroffen. Wechsel die Position. Das hier wird wehtun. Und zwar sehr. Das ist doch ein Niveau. Schießt denn der von mir? Wow. Hey, alles okay? Ich mache alles nur schlimmer, Joan. Nein. Hey, das stimmt nicht. Wir schaffen das schon. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis? Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Oh. Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit,
Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun? Alles kaputt. In San Juan, Peru. Das ist sie, die Kirche von San Juan. Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Meine Freundin Sara ist Archäologin, ganz in der Nähe. Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Sara war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht, aber nicht Sara. Sie will nur antworten. Seid ihr schon lange befreundet? Seit der Kindheit. Sie war der Nerd. Ich habe die Schule geschwänzt und das Wohnmobil meiner Oma geklaut. Manchmal konnte ich Sara überreden, mitzukommen. Warum? Meistens dann, wenn es um Ruinen ging. Aber wenn ich was höre, sagen das waren gute Zeiten. Ich glaube, Sie und ich werden uns gut verstehen. Das wird sich noch zeigen. Blup. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh, hier haben wir ein Lagerfeuer. Ich bin froh, dass Jonah noch lebt. Er findet so leicht Freunde. Ich wäre vermutlich zur Mission gelaufen. Aber Jonah, er fragt Abby einfach, ob sie uns herbringt, und sie sagt ja. Ich hoffe, wir sind am richtigen Ort und finden die Schatulle vor Trinity. Das Erdbeben hat letzte Nacht die Ölanlage getroffen. Und jetzt ist da ein Vulkan. Bricht dort die nächste Katastrophe aus? Wir müssen das alles beenden, bevor diese Stadt wie Cozumel endet. Sehr schön, jetzt haben wir eine ordentliche Waffe hier. Oh gut, die ist im Schaden. Nachladetempo ist die besser. Halt. Das Einzige, wo die besser ist, in der Munitionskapazität. Na prima. Das ist ja Schmutz. Das ist wirklich Schmutz. Sonst ist die schlechter. Nachladetempo, naja gut, könnte man vielleicht verschmerzen. Aber dass der Schaden so gering ist, das ist wirklich kacke. Warte mal, bei welchem Bogen haben wir den? Ach, den haben wir jetzt angelegt, ach so. Ja gut, der wird aber trotzdem auch nicht besser sein. Naja. Haltezeit wird hochgehen, Schaden ist bestimmt weniger dann. Sehr, sehr mysteriös. Das ist halt echt schade, dass die Waffe wirklich schlecht aussieht. Wäre die wenigstens vom Schaden her so gut, gell? Wäre Nachladetempo besser gesagt, wäre das weiter runter, wäre in Ordnung. Könnte ich damit leben, weil ja, wir ja glaube mehr Schuss drin haben.
Deswegen lasse ich wirklich lieber die Waffe. Mal gucken, dass wir den ein bisschen ausbauen. Ja, guck, der bleibt auch im Schaden, bleibt er extrem schlecht. Ja, wir lassen den, wir lassen diesen Puka-Hux-Bogen. So, wie viel haben wir denn? Das ist neu. Burschpfeile her, das, ja, das ist cool. Das wollten wir machen. Das, ach, hätte ich jetzt vorher geguckt, hätte ich doch eher das genommen. Scheiße. Egal, da sparen wir auf das als nächstes. Dann machen wir das so. Hallo, pick, pick, pick. Qué bueno que vinimos. Oh. Ja, komm mal her. Suchst du in der Mission Erlösung oder ihre Geheimnisse? Beides. Ich bin nicht sicher. Etwas von beidem vielleicht. Zu warten, bis das Leben sich entfaltet, ist ein Luxus der Jugend. Ich war auch mal so. Ließ mich treiben. Und so kamst du hierher? Hm? Irgendwie schon. Irgendwie. Darf ich dir einen kleinen Rat geben? Entscheide selbst. Sonst macht's ein anderer. Genug geplaudert. Möchtest du handeln? Okay, na mal sehen. Was haben wir noch zu verkaufen? Sehr gut. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Ja, wird sich noch zeigen. Wir haben immer so viel davon, ey. Lass mir jetzt 20 verkaufen, oder... Ja, lass mal 20 verkaufen. Sehr gut. Wir haben halt schon so viel nicht mitnehmen können, gell? Weil jedes Mal voll ist, weil wir das nie benutzen. Ein gutes Geschäft für uns beide. Ja. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Denke ich. Die Frage ist jetzt wieder, gell, ist die Waffe jetzt wieder besser oder die? Okay, dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Das nehmen wir auf jeden Fall. Ein gutes Geschäft für uns beide. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Das werden wir noch sehen. Ein gutes Geschäft für uns beide. Sehr gut. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Was? Die Militärsschrotflinte, okay. Gut, die wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja keine Militärsschrotflinte haben. Ein gutes Geschäft für uns. Oh verdammt, das können wir uns sowieso, jetzt können wir uns eh nichts mehr leisten. Scheiße. Blockpfeile, na gut, ja, 1080, genau, kaufe ich auch. Es war nett, mit dir Geschäfte zu machen. Sehe ich genauso. So, da rüsten wir das gleich mal noch aus. Da können wir jetzt auch wenigstens gleich noch mehr Munition alles mitnehmen. Das ist auch ganz gut. Ne, halt Waffen hier.
Gewehr, wie kriege ich denn jetzt diesen Schalldämpfer drauf? Wie kriege ich denn jetzt den Schalldämpfer drauf, sag mal? Also jetzt nicht bei der Waffe, aber bei der anderen. Achso, die zeigt mir bloß an, wo hier was ist oder was. Okay. Hier stand. Hä? Es ist mir jetzt gerade ein Unding. Aufsätze 0 von 2. Wie kriege ich denn? Upgrade vielleicht. Ne, da gehe ich bloß hier rein. Ich habe keine Ahnung, wie kriege ich. Hä? 0? Das ist mir jetzt echt gerade sehr mysteriös. Wie kriege ich jetzt diese Aufsätze da drauf? Hey. Wollt ihr mich verklapsen oder wollt ihr mich verklapsen? Wie sieht denn das gerade aus? Ich habe echt keine Ahnung, wie ich jetzt diesen Schalldämpfer da drauf kriegen soll. Da muss ich da mal, gucken, dann, ja. Also das weiß ich nur wirklich gerade nicht, wie das funktioniert. Da muss ich dann erstmal nach und gucken. Oder halt später dann mal gucken. Weil es ja schon ein bisschen doof, wenn man hier nichts. Also wir kaufen uns das und kriegen aber nichts. Wir können das halt nicht draufsetzen. So, was haben wir denn hier? Dankeschön für die Big Big Federn. Danke. Herrlich. Der tut ja so, als ob der lesen kann. Wahnsinn. Da müssen wir reden, dort müssen wir reden, hier gibt es so viel zu reden. Hier müssen wir reden. Dieses spanische Dokument ist faszinierend. Es schildert verschiedene Naturkatastrophen, von denen diese Gegend heimgesucht wurde. Eine Flut, ein durch Blitze verursachtes Feuer und ein vulkanisches Beben. Jedes Mal wurden die Gebäude an diesem Ort so schwer beschädigt, dass ihr Wiederaufbau erhebliche Mühen erforderte. Okay, haben wir jetzt schon erstmal alles. So, jetzt können wir erstmal mit den Leuten reden. Hui! Jetzt reden wir erstmal mit den Leuten. Der hier. Mein Vater brachte uns hierher, als ich ein Junge war. Für eine Reise? Forschung. Er studierte Inka-Steinmonumente. Es war wohl eher ein Hobby. Er hat das nie studiert. Klingt nach einem interessanten Mann. Das war er. Oh, tut mir leid. Schon okay, schon okay. Ich wollte nach seinem Tod nochmal herkommen. Und vielleicht sein Werk zu Ende bringen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber dann bin ich einfach geblieben. Etwas an diesem Ort zieht Menschen an und lässt sie nicht mehr fort. Okay. Ouch. Cuidado, señorita. Ja, Senorita. Hi. Sei vorsichtig auf dem Friedhof, Miss. Da lebt eine Hexe, die Menschen in Frösche verwandelt. Ich werde auf mich aufpassen. Eine Frau verärgerte die Hexe und dann ließ die Hexe sie verschwinden. Okay. Mission verfügbar.
Harte Arbeit ist gut für die Seele. Die Sekte hält diese Mission seit mehr als 400 Jahren durch harte Arbeit am Leben. Damals kamen Angel de la Cruz und Troilus Serrano hier an und machten sich sofort an die Arbeit. Ihre Philosophie, dass nur die Arbeit uns wirklich näher zu Gott führt, leitet uns immer noch. Bis heute. Bis heute. ¿Cuándo terminará Juan de cavar el hoyo para la fogata? Dieses Dokument umreißt die Ziele und Werke der Mission des heiligen Johannes. Neben ihren persönlichen spirituellen Zielen und missionarischen Aufgaben ist es diesen Leuten eindeutig ein Anliegen, auch etwas zu den umliegenden Gemeinschaften beizutragen. Durch Bildung, Alphabetisierung, Gesundheitsversorgung und sogar Lebensmittelspenden. Okay, so war mal der, will mit uns reden. Ich kann's nicht erklären, aber hast du bemerkt, dass die Welt hier dünner wirkt als anderswo? Als wäre da nur ein Vorhang. Und wenn du ihn aufziehst, kannst du den Himmel selbst sehen. Es ist wie eine spürbare Verbindung zwischen diesem Leben und dem nächsten. Oder wir sind alle schon tot. Vielleicht sollte ich aber auch nur ein wenig aus der Sonne raus. Das könnte sein, ja. Ja. So, hier haben wir noch einen, mit dem wir reden können. Wo ist er? Hier. Es scheint, als würde Gott uns alle paar Jahre eine Katastrophe schicken. Ich sehe, das Erdbeben hat große Schäden verursacht. Das kriegen wir schon wieder hin. Wir brauchen nur Zeit und Materialien. Leider ist eins davon ein wenig knapp. Mira aquí. Cuidado! So, dankeschön. Haben wir uns das hier ein bisschen umgeguckt? Warte mal, hier haben wir noch was. Der Miracle Club. Trefft euch mit anderen, die euren Glauben, eure Hingabe und eure Abenteuerlust teilen. Schafft euch lebenslange Erinnerungen, indem ihr gemeinsam die Welt bereist. Das ist eine Gruppe christlicher Singles, die Pilgerstätten besucht. Necesitamos tu luz, Señor, en todo aspecto, Padre Celestial. Dicen que la hora más oscura es justo por el mundo. Okay, hier haben wir noch ein Fähnchen zum Abschnippeln. Merece un castigo. Blup. Ana y José. Las llamas jóvenes y osadas subieron más y más por la Sehe ich genauso, sehe ich wirklich genauso. Dieses offizielle Dokument wurde erst kürzlich vom Heiligen Stuhl herausgegeben. Angesichts der erheblichen Schäden, die die Mission durch ein ungewöhnlich heftiges und gänzlich unerwartetes vulkanisches Beben davongetragen hat, wurden Anfragen an jede spanisch sprechende Diözese geschickt, in denen sie gebeten werden, Missionare zu entsenden, um diese heilige Stätte wieder aufzubauen. Dankeschön. Oh, mit der kann man auch noch reden. Du hast einen tollen Bogen. Bist du Jägerin? Die Mission könnte eine brauchen. Seit kurz vor dem Erdbeben suchen uns Wölfe heim. Ich kann die Kinder keine Sekunde aus den Augen lassen. Erst gestern habe ich den da auf der Straße gesehen, wie er einem Wolf nachlief. Unglaublich, was? Er sagte, er wollte nur spielen. Er glaubte wohl, Wölfe wären zahm und würden Stöckchen zurückbringen. Machen Sie doch, oder? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Lara, du kannst nicht mehr tragen. Ein paar der Kinder sind so überdreht. Ich brauche eine Pause. Verrat's nicht den Schwestern. Ich könnte manchmal auch was Spirituelles vertragen. Aber die Mission erlaubt keinen Alkohol. Also muss ich meine wenigen Momente der Ruhe nutzen. Du gestattest?
Ausnahmsweise. Dieses Dokument beschreibt die Gründung der Mission. Es gab damals 4 Sonnenfinsternisse in der Region. 1521, 1538, 1539 und 1543. Spanische Missionare berichteten, dass während jeder Finsternis eine Vision des Apostels Johannes an genau dieser Stelle erschienen war. Ihm zu Ehren wurde dort 1544 die Mission des heiligen Johannes erbaut. Okay. So, da haben wir jetzt das, das, das und das. Und wir können ja mal gucken. Genau, wir haben ja da unten noch eine Mission. Was ist denn das hier? Hier waren wir doch auch schon, oder? Ja. Na gut, das machen wir aber dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ich danke euch mal wieder fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn wir uns nächste Folge genau hier wiedersehen. Dann würde ich sagen, bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao.